Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro Cycling Karriere mit Eddie Merckx. Eine ziemlich komische La Route Wallon liegt hinter uns. Ich konnte da teilweise Punkt nicht steuern, aber hier an der Gesamtwertung seht ihr, sie ist dann super für uns gelaufen. Wir konnten das gewinnen, drei Trikots mit nach Hause nehmen. Ja, Punkt konnte ich nicht fahren und auch eben Wasser hat sich immer automatisch aufgefüllt. Also keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber ist ja auch egal, La Route Wallon liegt hinter uns, wir haben sie gewonnen, drei Trikots. Jetzt liegt eine unheimlich geile Folge vor euch. Also ich hoffe mal, dass ich sie auch für euch super fahren kann, denn es stehen zwei richtig gute Rennen an. Einmal den Gran Premio San Sebastian, jetzt hier gleich als erstes, und danach sind wir bei der Weltmeisterschaft dabei. Und da hoffen wir doch mal, dass wir hier bei einem von den beiden Rennen vielleicht was reißen können. Natürlich wird bei beiden Rennen die Konkurrenz sehr, sehr stark sein. Und bei der Weltmeisterschaft müssen wir wahrscheinlich sogar Arbeit leisten, weil das belgische Team, denke ich mal, ein bisschen zu stark sein wird. So, jetzt hier beim Gran Premio San Sebastian müssten wir auf jeden Fall Kapitän sein. Also wenn der uns hier nicht zum Kapitän macht, dann stimmt irgendwas nicht, gehe ich mal von aus, weil wir hier 82 am Hügel haben. Er hat leider... Ach nee, noch sind wir nicht im gelben Bereich. Zur Weltmeisterschaft sind wir dann im gelben Trainingsbereich. Wir haben leider nur 90 Fitness. Ja, hier tauchen wir, denke ich mal, nicht auf. Hier sind ganz andere Leute dabei. Ja, Alan Doyle zum Beispiel, der hier auf der linken Spalte bis auf Prolog schon alles über 80 hat. Und bringt auch noch eine unheimlich krasse Ausdauer mit. Aber egal, wir werden hier trotzdem versuchen, unser Bestes zu geben. Ladies and gentlemen, welcome. Today is a day for the climbers. The team leaders should have their work cut out, and they're going to have to count on the support of their teammates. Alone, it looks difficult, unless an ideal opportunity offers itself. Und da sind wir in Spanien angekommen und es scheint wieder die Sonne. Wir starten hier auch am Meer. Wunderbar. Wir sollen ausreißen und im Rennen nur unter die besten 30 kommen. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Wir werden aber auf jeden Fall nicht ausreißen. Das gesamte Team bis auf 3 ist auch jetzt nur auf 0. Müssen wir mal durchgucken, wen wir dabei haben. Da wissen wir nix. Der ist am Hügel gar nicht so schlecht. Da wissen wir auch nix. Na, der ist auch nicht super. Ich glaube, wir haben jetzt nicht gerade das tollste Team dabei. Wer war das? Hier, ne? Busato. Ist auch nicht als Hügelrennen gewertet, sondern als Mittelgebirgsrennen. Santa Romarita. 15. Ich glaube, den nehme ich mir für Eddie. Den Scott nehme ich für Busato. Und den Tolio für Neri. Und dann haben wir noch Conforti für Wasser holen oder so. Neri ist schon relativ weit vorne, den lassen wir da. Eddie sitzt hier hinten rum. Und dann wuseln wir uns mal ein bisschen nach vorne. Ja. Kann Eddie erstmal hängen bleiben, denke ich mal. Ein paar Plätzchen noch zurück. So, sieht das gar nicht so schlecht aus. Die Angriffe gehen ab und wir gehen in die Action. Zwei Leute unterwegs. Ey, Auto ist schon weg. Wunderbar. Nochmal das Feld von vorne. Dann gehen die nächsten Angriffe ab. Aber das Feld macht Dampf, ne? Conforti, der könnte auch schon Tempo fahren. Den nehmen wir hier auch schon mal raus. Ich hoffe ja mal, dass wir dann zur Weltmeisterschaft eine gute Form einfahren. Boah, sechs Leute weg. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed.
Ja, aber da wollen noch mal welche. Attack! It's a good moment to show the team colors! Die dürfen aber nicht. Und wurden auch wieder eingefangen. Eine Minute ungefähr haben die drauf. Jetzt wieder Ruhe. Na, aber da will noch mal einer, ne? Ja, ja. It's an attack! Ja, wollten noch welche hinterher, aber das macht das Feld nicht mit. Und da wurden sie wieder eingefangen. Boah, ob jetzt mal die Chance besteht, die Jungs ranzuholen? Ja, ein bisschen Wind ist auch. The break seems to be working. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, Nieri ist auch ein bisschen zurückgefallen. Ja, einen kleinen Tick noch so. Jetzt sitzt er, glaube ich, schon ganz gut. Nochmal Busato ranholen hier. Hat wenigstens eine gute Form eingefahren. Aber Movistar will ihn nicht durchlassen. Wieder einer von Movistar vor uns. Ich hau jetzt hier ab. Weg von Movistar. Gleich hat er es geschafft. Er hat da nochmal selber ins Feld reingelenkt. Dürfte jetzt unter Umständen ein bisschen zu weit vorne sein. Uh-oh, the gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. Obwohl, look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. Ja, dann schneide ich euch das jetzt hier raus und hier kurz hinter der Hälfte des Rennens, wenn es dann hier den Berg hochgeht, dann nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, ich nehme euch wieder mit rein. Wir sind auf der Abfahrt und dann kommt der Berg gleich. Wird hier oben rechts auch schon angezeigt. Gucken wir mal, wie Eddie den übersteht. Der nächste wird dann deutlich schwerer. Da haben wir sogar einen schwarzen Bereich drin. Und das da hinten sieht ja schon fast aus, als wenn es an der Spitze beim letzten Hügel da schon fast 90% sind. Also bei den beiden bin ich wirklich mal gespannt, wie da die Prozentzahl ist. Ich meine, jetzt haben wir schon 7 gleich 8. Jetzt wird es hier auch nochmal steiler. So, bis auf 9,7 hoch. Oh, der Puls ist auch sehr, sehr hoch. 4,5 Minuten noch nach vorne. Und diesmal hat das mit dem Wasser auch wieder ganz normal funktioniert. Also es wurde nicht... Ich habe extra mal bei dem ersten Mal Wasser holen ein bisschen gewartet, ob da irgendwas passiert. Aber nee, das musste ich selber holen. Ich meine, vielleicht lag es bei der La Route Valonia auch daran. Es hat ja von Anfang bis zum Ende geregnet. Vielleicht haben sie es wirklich mal so simuliert, dass sie ihre Flaschen einfach in den Regen gehalten haben. Und da ihr Wasser bekommen haben. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Boah, also an dem Berg hat Eddie schon echt gut gelitten. Roundabout ein Drittel gelb ist weg. Ja, von den Beschützern scheine ich nicht den besten zu haben. Bin ganz ehrlich, ey, den tausche ich mal aus jetzt auf der Abfahrt. Du bewachst mal mich und du bewachst Busato. Hätte ich auch drauf kommen können, ne? Den Scott habe ich mir selbst schon mal geschnappt. Oh, haben sich welche durchgequetscht. Entschuldigung. So, jetzt wird's gleich richtig brutal.
Ja, es fängt hier gelb an, dann rot und dann ist sogar schwarz. Das ist eine richtige Wand. Boah, können wir mal ein bisschen zappen hier im Flachstück? Na, noch wird er nicht angezeigt. Jetzt wird er angezeigt. Immer noch über 70 Kilometer. Abstand nach vorne etwas über 3 Minuten. Ich werde den erstmal mit Gruppe halten fahren. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Gucken wir mal, wie Eddie das durchhalten kann. Er fällt jetzt schon zurück. Na gut, ich könnte 99 machen, aber da würde er wahrscheinlich aufstehen. Jetzt schon eben über 13% Steigung gewesen. Jetzt wird es hier, glaube ich, nochmal steiler, so wie es aussieht. Die ganze Zeit auf jeden Fall über 10, da waren es gerade 15%. Jetzt wird es auch nochmal richtig steil. Ja, oh, der Anstieg ist schon krass, aber den schafft Eddie so. Der hat es hinter sich. Dankeschön. Und dann brauchen wir gleich schon wieder Wasser. Zum dritten Mal übrigens. Ja, da wird es gleich nochmal steil. Ich meine, es ist schon die ganze Zeit steil, aber es wird nochmal steiler. Ja, leiden wir auch schon so ein bisschen am roten Balken. So, Santa Romarita hat es auch hinter sich. Dankeschön. Es geht gleich nochmal ein bisschen hoch, also noch kein Wasser holen. Look out, he's Hälfte breaking Geld away. Weg. Oh, jetzt greift nochmal jemand an. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Tja, wen nehme ich denn für Wasser holen, ey? Ich glaube, das musst du hier mal klar, wenn du es schaffst. Bei allen Wasser weg. Bin ich jetzt sogar schon unter der Hälfte gelb. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Oh, hoffentlich fliegt nicht der aus dem Feld, der Wasser holt. Ah, es war jetzt hier mit dem vielleicht auch ein bisschen riskant, aber besser, als wenn ich einen von meinen besseren Fahrern benutze dafür. Esteban Chavez is off. So, jetzt geht's gleich erst richtig bergab. Gelb ist schon bald wieder voll. Ah, den sollten wir voll kriegen, bevor wir wieder in den nächsten reinfahren. Die beiden, die angegriffen haben, 10 Sekunden. As they go over the top, the riders breathe a sigh of relief and hope to recover a bit on the way down. Ah, wir sind gut dabei. Gelb ist voll. Wasser ist noch nicht da. Es sieht hier auch echt toll aus, ne? Hier so mit diesen Häusern da, an dem Berg und so, das ist schon nice gemacht. Die zwei konnten sich tatsächlich absetzen. Eben gerade über 50 Sekunden. Nach vorne ist auch noch relativ weit. Über 2 Minuten sind die jetzt insgesamt weg. Und hier ist irgendwie auf einmal der Puls so niedrig. Oh, da greifen noch mal welche an. There's a few riders jockeying for position at the front. Nee, das Tempo ist mir zu langsam. Also da stimmt irgendwas nicht. Du. Okay, der ist schon echt super fertig. Ja, Nieri und Busato würde ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Dann gehst du noch mal mit rein. So, ihr drei. Die anderen hatte ich schon auf Gruppe 2, ne? Ja, so ist es. Lala, also 89 erstmal.
Die beiden haben auch schon wieder 20 Sekunden drauf. Die zwei sind schon eine Minute weg. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Guck mal an, wie langsam sich das zumindest anfühlt. Na, jetzt wo meine vorne sind, geht auch mal der Puls wieder ein bisschen nach oben. Ja, der Abstand zur E2 ist ein bisschen kleiner geworden. Allerdings sind sie jetzt auch 5 Mann in der Gruppe. Den lassen wir mal noch schneller fahren. Santa Romarita lassen wir auch mal noch schneller fahren. Ah, nicht ganz anderthalb Minuten nach vorne. Gleich kommt der nächste Hügel. Berg. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Oh, der ist auch richtig steil. Ich glaube, da fahre ich noch ein bisschen Punkt. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Das haben wir schon mal sehr gut gemeistert hier. Und da sind die eingefangen, da gehen die nächsten Angriffe ab. Oh, the list of those left behind goes on rising. An attack is launched. Hier ist richtig steil. 18, 19. Oben angekommen, wieder Gruppe halten, kurzen Stopp. Der ist nämlich Schwetsch. Jetzt gehen wir mal Gruppe 2 mit rein. Eieiei. Edendol, Gregoire, Peacock. Also da sind richtig gute Leute unterwegs. So, du musst auch erstmal weg. Ihr beide erstmal kurz weg. Tisch. Bam. Wo ist Eddie? Eddie ist da. Scott. Neri ist hier. Bussato ist da. Nehmen wir erstmal weiter. Das ist Lücke. Lücke zu Scott. Och Mensch. Das immer hasse. Ja, da greifen die nächsten an. Und jetzt, wo sie weniger fahren, blocken sie mich nochmal. So, kurz den Stopp. Mit Eddie und Bussato dran bleibt. Scott ist fertig. Wie sieht's bei Neri aus? Ja, der hat noch ein bisschen. Zieh du mal den Rest durch. So. Stopp. Der muss jetzt hier weg. Muss Neri da. 92. So, Scott nehmen wir kurz raus hier. Tisch, bam. Na, jetzt übernimmt er. Durbridge noch hier vorne. Da sind die ganzen Top-Favoriten, alle. Eieiei, und es ist echt noch weit. So schnell können wir eigentlich nicht fahren, ey. 87, Neri auf 89, dich kurz rausnehmen, jetzt wieder einklinken. Irgendwas ist hier doch schon wieder verranzt.
The riders will take full advantage of the incline to get some oxygen into their lungs, but they must remember to keep their shape. Ist nicht gerade gut, aber noch Eddie sitzt nicht mehr hinter Bussato. Da haben sich so viele Fahrer zwischengequetscht. Alter, wo ist Eddie? Da ist er endlich wieder. Oh, und verliert hier ordentlich Rot, ey. Das ist auch scheiße. Aber wir müssen weiter Dampf fahren. Wir müssen dann wieder vorne rankommen. Der ist leider fertig. Raus hier. Oh, Tisch, Tisch. Wir sind an denen mehr oder weniger dran. Bam, hat er erstmal nochmal einen Schlag abbekommen. Danke für nichts, wie man immer so schön sagt. So, dann halte ich erstmal kurz hier. Ist Thule. Ah, Bussato hat gleich nichts mehr. Ah, er kann sich aber hier noch vorne halten. Jetzt ist er fertig. So, stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. So. Den nochmal draufklicken. Wo ist Scott? Da auch nochmal einmal draufklicken. Ich glaube, die hier sind im Angriff, oder? Nee? Nee. Na, wir haben nicht mehr viel. Ihr könnt auch jetzt keinen Angriff, denke ich mal, mitgehen. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Jetzt scheint es gerade ein bisschen langsamer zu werden. Jetzt geht es auch nochmal leicht bergab. Jetzt bloß kein Blockwerk kassieren oder sonstiges. Der hier hat eben so ein bisschen gewackelt. Ja, seht ihr? Er hat mir auch Angst gemacht mit seinem Wackeln. Boah, es ist zu tolles Ebenentempo. Und in der Ebene ist Eddie halt nicht so gut. 10 kilometers remaining. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Ja, die Grenadiere natürlich. Nee, das ist zu viel für Eddie. One of the motorcyclists says that a rider is down. Apparently he didn't interfere with the race. Das ist doch noch ein bisschen zu hart, unser guter Eddie. And he spurts away from the group. He's going for victory. Nee, können wir nicht dranbleiben. Sind völlig im Arsch. They can go flat out to the finish line. Selbst im 30. Platz übel, aber okay, in der Gruppe hier sind nicht mehr so viele. Only 5 kilometers left. Kriegen wir zwar ein bisschen rot wieder, aber wir sind leider kein Sprinter und jetzt ist es halt flach. Mal kurz einen Stopp. Wer könnte uns denn hier relativ weit mit nach vorne ziehen? Ja, die hier ganz vorne, aber ob wir da überhaupt noch rankommen, ist die Frage. Van Baarle, den schnappen wir uns doch mal. Ja, wir haben ein bisschen rot. Van Baarle ist jetzt nicht gerade der Schnellste. Van Baarle war doch vorbeigeschossen. Mit unseren miesen Sprinterqualitäten.
kommen wir hier knapp hinter die Top 10 rein, wa? Naja, immerhin 14. geworden. Ja, es war dann doch für Eddie ein bisschen zu hart. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ja, es ist hier, man hat es gesehen, es ist hier dieses letzte Flachstück gewesen und in der Ebene haben wir halt nur 67. Und da haben sie uns dann die Luft geraubt, dass wir dann an dem Hügel eben nichts mehr machen konnten. Ja, und der Top-Favorit hat gewonnen und auch ganz alleine. Ja, wenn man sich die Namen so reinzieht, die da vor uns reingekommen sind, dann ist das nicht so wild, dass wir hier nichts gerissen haben. Die sind von ihren Gesamtqualitäten alle noch deutlich besser wie wir. Vor allem gerade er hier. Alan Doyle, wie viel hat er, glaube ich? 5 oder 6 Werte über 80. Ich meine, ne, wie der hier den anderen gegeben hat. Da sind wir im Bild, das können wir uns schenken. Aber zumindest das Ziel des Managers haben wir knapp unter der Hälfte erreicht. Also da sollte es ein paar Pünktchen für geben. Ja, immerhin 28, 100% Zufriedenheit haben wir. Ja, ein Ausreißversuch hätte niemals, nie nicht geklappt. Dann hätten wir wahrscheinlich auch noch nicht mal die Top 30 erreicht, wenn wir das versucht hätten. So, und als nächstes steht die Weltmeisterschaft an. Das ist ein Hochgebirgsrennen, das sieht man bei der Weltmeisterschaft nicht gerade sehr oft und findet in Frankreich statt. Und naja, ist dann rein theoretisch auch nicht unser Gelände. Hochgebirge, da sind wir noch sehr weit von weg. Aber hier, das ist schon mal ganz schön. Ordentlichen Sprung bis Stufe 15 gemacht. Da bin ich sehr guter Dinge, dass wir Stufe 16, wo wir uns dann ja wieder verbessern dürfen, definitiv noch erreichen. Da kommen so einige Etappenrennen und ein paar Klassiker noch. Oh, warte mal. Vertrag, aktuelle Saison. Ach ja, ist August, dann muss man das ja nicht mehr wegmachen. Transfermarkt eröffnet. Schwierigkeiten bei Bora. Wir haben ein Angebot von, ja, Bardiani, war nicht anders zu erwarten. So, wir haben es jetzt leider auch nur auf 91% frische Fitness gebracht. Hier mal für euch das Magazin, da werden wir wieder nicht auftauchen. Da sind jetzt wahrscheinlich noch üblere Fahrer dabei, wie eben gerade. Also die Namen sind schon alle super brutal. Und ne, Alan Doyle ist hier auch wieder mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 80er Werte hat er. Und dann bringt er noch 2 78er und 79er mit. Ja, und Vingegaard mit seinen 83 am Werk ist hier der Top-Favorit. Und ja, wir fahren hier, wie viele Runden? 15, 13 Runden. Und naja, man kann gleich mal kurz nach dem Start sehen, wie steil dieser Berg ist. Da es Hochgebirg ist, ist sie nicht ganz so lang wie manche andere Weltmeisterschaften. Naja, ich hoffe mal auf eine gute Form und dass ich nicht Arbeit leisten muss, aber wir müssen Arbeit leisten, weil wir sind in seinem Team. Greetings to all. The profile of today's course favors climbers. The others are going to have to make an early breakaway and build up a good lead if they want to win. However, it has to be said that their chances of doing so are slim, if not non-existent. Ja, und damit herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft hier. Und naja, wie es halt angesagt hatte, ich muss Arbeit leisten. Und da bin ich ganz ehrlich, ich schimpfe ja oft über die Manager, ne, wie sie mich einteilen. Aber in diesen Rennen hätte ich es ganz genauso gemacht, ne, weil der Alan Doyle hat ja einfach viel mehr Chancen zu gewinnen. Und auch wenn wir hier plus 2 Form eingefahren haben, werde ich die Arbeit trotzdem machen. Denn der Alan Doyle hat ja hier die Chance zu gewinnen und dann kriegen wir hier unter anderem noch den besten Wasserträger vielleicht. Ja, ab nach vorne und arbeiten. Da ist ja Eddie unterwegs. Und da ist er auch schon vorne angekommen. Was? Nein! Du scheiß Engländer, weg hier! Und ein Franzose war da noch. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Noch geht 38. Aber das werden jetzt wahrscheinlich schon viel zu viele sein, oder? Ah, hier Franzose zuckt schon. Franzose übernimmt die Führung.
bisschen zurückfallen lassen. Da ist auch schon unser Kapitän. Jetzt geht's auch schon gleich rein. Das erste Mal in den Anstieg. Die Motorräder sind hier alle im Weg. The riders are off onto their first uphill section. Ich wollte jetzt eigentlich in die Action gehen, aber haben wir ja gerade gesehen, macht keinen Sinn. Wir haben hier vorne kein Motorrad. Das Tempo ist auch jetzt schon ziemlich hoch. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, das sind da vorne einfach zu viele. Deswegen jagen sie die wahrscheinlich. The pack has just reeled in the escape group. Und der Hammer, die Escape Group. Lass mich mal durch hier. Ich muss arbeiten. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Runterdrehen, 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 runterdrehen. So, da greift wieder ein Holländer an. Things are heating up in Spanier front. Unterwegs, Kasache unterwegs, Schweizer unterwegs. Und da übernehmen sie auch schon wieder die Führung. Österreicher ist das, ne? Ne, Däne. Das ist einer von den Dänen, mit denen wir uns lieber nicht anlegen. Several riders are attempting to break away. Auch wenn er auf der Karte ein bisschen kurz aussieht, ist der Anstieg doch schon recht lang. Eddie blinkt hier sogar rot. Na, jetzt geht's wieder runter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele in E1 sind. Und das Tempo ist auf jeden Fall immer noch hoch. Also irgendjemanden mögen sie da nicht. Vielleicht ist es vorbei, wenn wir nicht Schweizer haben. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen arbeiten können. Wir haben auch schon wirklich echt gut grün verloren. So. Ist denn jetzt hier die Möglichkeit, irgendwie nach vorne zu kommen? Ne, die fahren, glaube ich, immer noch Tempo. Ist jetzt bei der Abfahrt nicht so leicht zu sehen. The riders must be careful. This downhill is known to be very dangerous. Der geht quasi genauso runter, wie er hochgegangen ist. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Na, sagt er zumindest das an, was ich auch vermutet habe, dass sie hier irgendjemanden immer noch jagen. Ab durch den LKW durch. Ja, die jachten da immer noch hinterher. Dann setzen wir mal ein bisschen, bis wir die haben. Und warte mal, da haben wir sie. Jetzt wieder nach vorne. Breakaway! Ja, sagt er aber auch schon wieder Breakaway an. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie nach vorne kommen. Lass mich durch, du Österreich. Ah, ne, Däne. Stimmt, das war ja ein Däne. So, jetzt geht einer von uns. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Die übernehmen wir schon wieder. Können wir uns schon wieder ausklinken. Es sieht im Moment alles mit Arbeit ganz schlecht aus. Der Eddie hier aus dem Sattel, obwohl er nur 85 ist. So, die beiden da ganz vorne, die scheinen weg zu dürfen. Eddie ist wieder vorne. Eddie arbeitet. 38. Jetzt haben wir mal ein bisschen Angst, so unter 40 bei den World Tour Teams. Also ich meine, jetzt sind es ja die Nationalteams, aber sehr viele World Tour Fahrer dabei. Im Moment darf ich mit 38. Das ist jetzt die Frage. That's more than two minutes separating them. Ja, zuckt hier der aus den USA. 35, vielleicht okay. Nee, der zuckt. Das kannst du vergessen mit 35. Die haben jetzt auch schon 4 Minuten. Look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. Liegt natürlich daran, dass der Abstand sich so schnell aufbaut, weil wir hier so langsam fahren. Aber auch wenn unsere Chancen halt relativ gering sind, hier irgendwie einen Sieg einzufahren oder so, will ich trotzdem so viel Energie wie nur möglich sparen. Wie fit ist Edendoll eigentlich? Der hat nur eine 0 eingefahren.
Naja, zumindest im Moment scheint die 38 für die okay zu sein. Aber jetzt nicht mehr. Ja, sind sie halt auch schon 6 Minuten weg, ne? The breakaway has now more than 5 minutes on the peloton. Jetzt bin ich irgendwie nicht mehr in der Führung. Kommen wir irgendwie wieder ran. Ne, müssen wir schon ganz schön aufdrehen hier, ne? Lass mich mal vor hier, ich muss arbeiten. The peloton has slowed right down. The teammates of those in the breakaway are not going to make an effort. It's up to the other teams to get their fingers out. Aus unserem Team auch schon einer hinter uns. Das ist bei 40. 40 für euch akzeptabel? Ich habe immerhin 75 in der Abfahrt. So now it's the descent. It's less physically exhausting than a climb, but it's more stressful as the riders must choose their trajectory well and maintain a good position on the bike. Hey, 25%. Die sind gleich 7 Minuten weg. Rein theoretisch von einer Kilometerzahl absolut akzeptabel. Es war nicht Edinburgh. Der hinter uns war. Der Van Hauke ist gestürzt. Ja, kommt wieder der aus den USA. The pack really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Ja, da hast du recht. Die da vorne sind mir erstmal egal. Und da haben sie die 7 Minuten drauf. Jetzt geht's wieder hoch. Können wir vorne bleiben? Oder wieder am Rechten? Ich glaube, der Amerikaner will vorbei. The riders are in a portion above 10%. Nehmen wir mal 40. Na, können wir auf jeden Fall vorne bleiben. Die nähern sich so langsam den 9 Minuten, die beiden. For the moment, the riders seem to be saving energy. Der Amerikaner, der macht das nicht mehr lange mit, gehe ich mal von aus. Gehen wir lieber auf 45. Ich würde meine Arbeit halt schon ganz gerne beenden hier. Portugiesier, jetzt haben wir 50%. Die haben 11 Minuten mit Vorsprung. Ja, das war klar, ey. Da ist gerade Wasser gekommen. Und jetzt. Wir sind gerade bei 3-mal diesen Berg hochgefahren. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr. Also, ich könnte arbeiten, aber das wird mich sehr, sehr viel Energie kosten. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Das ist die Frage, ich würde halt ganz gerne hier auch selbst noch ein bisschen was reißen, mich einigermaßen qualifizieren. Ob ich da nochmal einsteige in die Hilfe. Aber ne, der Puls geht jetzt schon in den gelben Bereich. Aber ich würde irgendwie ganz gern doch einen kleinen Tick weiter zurück. Jetzt nicht so viel, will schon vorne bleiben. Aber genau, so hinter unserem Kapitän ist ganz nice. Ja, und da ich jetzt meine Arbeit nicht mehr weitermache, ne, ich cut euch das hier raus und ich sag mal so, bei den letzten 3 Mal nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, kurz hinter 60 Kilometer nehme ich euch wieder mit hier. Ich musste mal Wasser holen, kein anderer ist losgefahren, da habe ich es mal selber gemacht. Um unseren Kapitän nochmal zu verpflegen, den habe ich jetzt auch eben gerade erwischt, der hat seine Brüdel schon mal. Eddie hier nochmal richtig arbeiten. So it's noses downhill, which will allow the riders to catch their breath. Ey, da führt noch einer vorne, den werde ich doch niemals erreichen, ey. Ich komme an den Willems noch nicht mal ran. Ich komme nicht nach vorne. Nö. Jetzt vielleicht mal an Willems wenigstens.
Ja, und den hier vorne verpflege ich nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Der hatte auch noch genug Wasser, denke ich mal. Naja, es könnte für ihn knapp werden, aber ich wollte jetzt hier nicht noch meine gesamte Energie verbrauchen. Kann er mal selber Wasser holen. Ich war nämlich noch am zweitbesten drauf, hinter Alan Doyle. Und vor den anderen, Benoit, Willems, wer ist hier noch? De Plus, ne? Keiner von denen wollte Wasser holen. Jetzt kann dieser Benoit sich hier auch selber Wasser holen. This climb features some dreadful percentages. Oh, da gehen Angriffe ab. Oh, jetzt Martinez Simon und Pitcock. Na, jetzt bin ich nämlich hier von der Fitness her nur noch der Drittbeste. Da greifen die Nächsten an, da ist Roglic dabei. Ja, ich mach gleich was, aber jetzt nicht hier im Anstieg. Das ist viel zu heftig. 22 noch im Feld. Krapselt der Eddie wieder nach vorne. Er ist alleine vorne. Ich denke mal, nee, da brauchen wir doch nichts machen. Na, er geht wieder Angriffe ab. Alan Doyle dabei, wurde aber eben gerade geblockt. Dieser Angriff war auch schon wieder verpufft. Ich habe fast kein Geld mehr. Also ich denke mal, wenn ich hätte das ganze Team steuern dürfen, dann wäre das hier für die Belgier viel besser gelaufen. They're over the top and heading down the other side at a fair lick. They'll be able to get some strength back. Na, hätte das mit dem Wasser besser geklappt. Wir haben gleich von unserem hauptgelben Balken schon nur noch die Hälfte. Was für ein hartes Weltmeisterschaftsrennen hier. Ey, wir sind mal nicht durch den LKW gefahren. Attack by Tobias Johannessen. Das ist einer vorne. Ja, ja, das ist einer von denen vorne. War schon nur noch 16 in unserer Gruppe. Die da vorne sind halt Angriffe gefahren. Acceleration by Johannessen. Durchaus möglich, dass wir da einfach so noch mit rankommen. Der Spanier bricht zusammen. Ja, brechen die Nächsten Primus zusammen. Roglic is off. Da kommt welche, die zurückfallen. Na, Vingegaard da vorne mit dabei und Roglic. Ja, über den vorletzten retten wir uns noch rüber. Den letzten werden wir wohl nicht mehr schaffen, denke ich mal. Oh, hey, die haben wir auch nochmal alle eingefangen. Ja, Alan Doyle, ich kann nicht mehr, ich habe kein Gelb. Vingegaard goes into the attack. So, jetzt hängen wir hier schon ein Stück weiter hinten. Na, irgendwie versuchen, mit der Gruppe hier reinzukommen. Vielleicht wäre er 25. oder irgendwie sowas. So, die können aber alle hier nicht mehr.
Ja, hinter uns wird der Abstand aber noch größer. Ja, jetzt löst hier mal einer ab, zum Glück. Ja, würde ich sagen, hängen wir uns für den Rest hier noch ein bisschen hinten ran. Versuchen noch ein bisschen Energy aufzubauen. Dann können wir die vier hier vielleicht noch abhängen. Bei Edendol in der Gruppe sind noch 9. Achso, warte, ich bin immer noch am Führen. Nein. We're into the downhill section. The riders can take a breather, but they can't let their guard drop. Ah, kommt der Gelbe ein bisschen zurück. Na, kann ich euch jetzt natürlich vorne nicht präsentieren, weil ich will mir natürlich hier mit Eddie noch so einigermaßen qualifizieren. Einmal geht's ja noch nach oben. Na, ziehen sie auch nochmal durch. Ich weiß nicht, ob Antines hier nochmal angreift. Wir haben auf jeden Fall da vorne noch 2. Ich meine, Edendol ist gut drauf noch. Er hätte wahrscheinlich mit Roglic mitgehen können. So, jetzt ist schon sehr, sehr langsam. Da es nicht mehr viele Kilometer sind. Zack, versuche ich mich hier nochmal von denen kurz abzusetzen. So, reicht schon. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Ah, 75 hier. Viel mehr kann ich mir eigentlich nicht erlauben. The team leader is falling behind. Der Gelbe ist gleich weg. Da ist Gelb weg. Ja, 65 runter hier. Wir haben immer noch ein bisschen Weg vor uns. There are just 10 kilometers left. Konnten ja aber sogar noch mal welche abhängen. In unserer Gruppe werden 2 angezeigt, aber wir sind doch viel mehr drin. Hä? Komm, ey, ich quäl mich jetzt hier mal hoch. Jetzt konnte man sie nämlich rein theoretisch erst abhängen. Versuchen wir hier mal runter zu hämmern, ey, und vor den anderen da zu bleiben. Ja, die haben wir echt noch abgehängt. Only 5 kilometers left. Ey, kommst du wieder ran? Jetzt geht's hier doch mal hoch. Ich krieg ja mit meiner Stromlinie den hier doch kaputt gefahren, den Manua. Aber ne, der wird uns am Ende dann überholen. Kann man ja jetzt schon von ausgehen. Warte mal. Wenn ich mich jetzt ranhänge, geht das? Na, wir haben ja nach hinten so ein bisschen Luft. Kriege ich nämlich Gelb zurück. Vielleicht kann ich den Manua ja doch nochmal stehen lassen. Aber jetzt fährt er irgendwie weg. And it's a superb sprint win for Vingegaard. Vingegaard ist der neue Weltmeister. Through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Da, bin mal gespannt, ey. Das mit dieser Lücke dazu, Madua, macht mir ein bisschen Angst. Und ich bin ja nicht so der Sprinter. Aber ich habe noch Luft. Ne, schaffe ich nicht an, Manua ranzukommen. Wir sind hier als 13. reingekommen. Ich denke mal, damit können wir zufrieden sein. Edendol hat tatsächlich den 2. gemacht. Na, Vingegaard war, glaube ich, auch Top-Favorit, ne? Ja, der hat halt auch 83 am Berg. Ja, so manche kommen erst das vorletzte Mal über den Berg rüber. Das kann hier noch ein bisschen dauern, bis der Rest drin ist. Ich glaube, da wir unseren Arbeitsauftrag nicht erledigt haben, kriegen wir, glaube ich, diesen besten Wasserträger nicht.
Und ja, wer weiß, mit, ne, irgendwie, wenn wir der Kapitän gewesen wären, wären wir vielleicht weiter vorne gewesen, aber ich glaube nicht, dass wir einen wie Vingegaard hätten schlagen können. Da hinten kam eben gerade noch mal einer. Der ist jetzt auch drin. Da ist, kommen immer noch welche. Was für ein hartes Rennen. Na, wo bleibt der? Hier hinten. Hat man die eh gerade noch gesehen? Tja. Ist er nochmal gestürzt? Jetzt ist es vorbei. Na ja, Vingegaard ganz alleine hat er das gerissen. Ja, da sind wir und Madua im Bild. Das können wir uns schenken. War eben auch, weil es halt Runden sind, war es halt schwer zu sehen, dass er hier Zweiter geworden ist. Aber der Vingegaard hat den mal eine Minute abgenommen. So, gucken wir mal, was es an Punkten gibt. Naja, es gibt nur 3, weil wir nur durchschnittliche Arbeit geleistet haben. Ich bin ganz ehrlich, also ne, für mich, für den 13. Platz hier in der Weltmeisterschaft, hättest du ruhig mal was raushauen können. Hat er jetzt nicht gemacht, dann haben wir hier auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesen 2 geilen Rennen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bis denn und ciao.